Am 27.08.22 war ich wieder an meinem Lieblingsplatz, dem Schwarzen Ort in Biebenthal. Um 11.30 Uhr war der Wasserpegel in Worms bei 86 cm. Talwärts kommt jetzt ein Schiff gefahren unter deutscher Flagge. Es ist der Eiltank 5. Das schöne Schiff ist 80 Meter lang und 10 Meter breit. In der Kurve sind einige Enten und Kormorane am Ufer. Und hier schwimmt ein Trupp Kanadagänse talwärts. Diese Tiere werden 75 bis 110 cm groß. Das Männchen kann 6,5 Kilo wiegen und das Weibchen 5,5 Kilo. Eine Angabe zum Eiltank 5 habe ich vergessen. Das schöne Schiff fährt mit einer Geschwindigkeit von 10,5 Knoten. Das entspricht 19,446 Kilometer in der Stunde. Hier kommt das schöne Schiff Amigos, das unter niederländischer Flagge fährt, talwärts gefahren. Das schöne Schiff ist 135 Meter lang und 11 Meter breit und fährt mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von 9,5 Knoten, das entspricht 17,594 Kilometer in der Stunde. Der niedrige Pegelstand ist für jeden Schiffsführer auch eine fahrerische Herausforderung, denn bei dem niedrigen Pegelstand ist es auch schwierig zu manövrieren. Gerade hier in der Kurve sieht man schon, dass das alles nicht sehr einfach ist. Wenn man überlegt, dass diese Gütermenge, die hier transportiert wird, auf der Straße oder auf der Schiene transportiert werden müsste, ja, das wäre schon eine ganz schöne Menge. So, ich bin jetzt hier bei den Rheinbabbler und die sind die letzten Tage schon mal an mich herangetreten. Ja, man sieht halt hier mit der Aussicht sieht man nichts. Und sag mal, was hättet ihr gern? Was wir gern hätten, wären die Rheinbabbler. Ja. Dass der Wasserwirtschaftsamt mal kommen würde, dass man da mal was wegmachen könnte, dass man ein bisschen auch wieder auf den Rhein schauen. Aber ich gehe davon aus, dass jetzt die Gemeinde vielleicht, wenn jemand da ist, Ansprechpartner, der wo das in die Wege leitet. Ja, ja. Und die kennen sich ja, die Wasserwirtschaftsamt kennen sich ja bei uns Rheinbabbler melden, was wir eigentlich vorhaben, ne? Dass man wieder hier bessere Aussicht hätte. Das heißt also, mit den Bäumen soll überhaupt nichts passieren, nur dass man durch das Gestrüpp durchgucken kann. Ja, genau. Und ihr erklärt euch ja bereit, wenn euch irgendwas da nicht ganz koscher vorkommt, ja, sofort halt die zuständige Behörde Bescheid zu geben. Ja, genau. Wir würden auch, wenn man es sein müsste, wir würden auch gerne helfen, wenn es machbar wäre, gell? Ja. Hätten wir alles machen. Ja. Das haben wir schon besprochen, aber wir sitzen halt da halt gerne, weil wir Rheinbabbler sind. Ja. Und wir sind jetzt bekannt, wir bekommen auch immer viel Besuch von auswärts.
weil den Leuten gefällt es bei uns hier in Bietigheim. Ja, und er erklärt ja auch die Örtlichkeiten, wo man hinfährt und wo man was essen kann und sonst was. Ja, da waren schon da gewesen, haben gefragt, wo kann man hingehen essen. Ne? Ja, ja. Und die wollten mal rein, hin und raus an die Rampe, Wasser, hin, also ihr Boot ranfahren können auch. Da haben wir denen erklärt, wie sie hinkommen auch. Ne? Ja. Und da ist irgendwie, da sind ja auf dem Parkplatz hin halt viel Fremde kommen sie und die fragen uns. Also ihr seid im Prinzip Bekannte sozusagen. Bekannte kann man sagen. Und wer jetzt in Bietigheim die Rheinbabler nicht kennt, ist nicht von Bietigheim. Nein, also, das sind Leute, kann man sagen. Ja, das muss man sagen. Wir schälen, aber wir geben unser Bestes in Rheinbabler. Wir sind zu allen Gesprächen bereit, auch jemand aufzuklären. Wie das auch schon früher mit den Schiffen waren. Ich habe gesagt, früher sind wir da rüber geschwommen. Ne? Ja, aber das ist aber schon lang her. Ganz lange her. Da waren wir gewesen, das war 55, 56. Ja, und er erklärt ja heute hoffentlich auch den Leuten, dass das einfach schlicht und ergreifende Deppe sind, die da rüber schwimmen. Das haben wir ja schon mal gehabt. Das hat jemand auch mal verboten, der wollte auch reingehen. Da war davor echt einer ertrunken. Ja, ja. Und dann habe ich gesagt, halt, so geht's nicht. Das war jemand da auch von der Presse, ne? Der hat es aufgenommen. Ja. Und da haben sie auch meinen Namen erwähnt, aber gut, das wollte ich nicht haben. Aber sie hat es gemacht. Ja. Aber der ist auch nicht daran. Den haben wir dann abgehalten. Ah ja, der kennt die Gefahren gar nicht, weißt ja. du? Früher hat es hinter die Schnur gegeben und Das ist halt immer so. Ja, also, und ihr könnt ja junge Leute, die hier die Örtlichkeit nicht kennen, gerade in der Richtung oft lernen und sagen: Hört oft, das bringt nichts und so weiter. Ja. Wollt ihr in die Stadt mal gehen, sowas? Das haben wir früher gemacht. Ja. Aber das war da an der Zeit. Ne? Ja. Das war 55, 56. Ja. Und das ist das, guck mal. Bringen mal zurück. Ne? Ja. Und trotzdem hatte er Klick. Man hätte auch was passieren können. Ich hatte mal, vor Jahren, wie ich ganz jung war, habe ich mal einen Krampf mit im Wasser. Oh. Weißt du, was das heißt? Oh. Das Schiff von oben kommen, Schiff von da kommen. Ich habe halt gestrampelt und habe massiert. Ah. Ich hätte untergehen können, gell? Ja, und du hast keine Angst haben. War nicht mehr wie einer da untergegangen. Ja, so sieht der richtige Krampf. Weißt du, da hat es geschnickt und geschnickt. Und das waren teilweise auch gute Schwimmer, die dann so sind. Du musst dich gut schwimmen können, gell? Ja. Das erzähl ich schon nicht. Ja, also alles okay. Gut, mehr kann ich dazu nicht sagen und schauen wir die Aufnahme. Ne? Ja, aber ich find's gut und ich fände es auch gut, wenn hier in der Richtung was gemacht wird. Ja, gell? Ja. Wir sind ja, das muss ich immer noch mal sagen, die Gemeinde, dass sie die Bänke neu gemacht hat, das ist schon super gewesen. Ne? Ja, das. Aber den anderen Wunsch hätte man noch einmal, dass sie sich mit der Wasserwirtschaft in Verbindung setzen, die sollte das ruhig bei uns vorbeikommen. Ja, und ihr guckt da, dass keine so da ihren Müll abladen oder Pizzadeckel und. Das tun wir selbst also mal aufmachen und da in der Mülleimer rein, gell? Ja, oder auch wenn es Pizzadeckel sind und so weiter, esst gar nicht da rein, weil ja die Ratte und die Krähevögel, die zieht das an und die holen es wieder raus, gell? Ja. Das wollen wir alles vermeiden. Ne? Aber wir sind eine schöne Clique, so manchmal 10, 12, 14 Personen da. Ne? Ah ja, es ist ja mehr wie weniger. Ne? Es hat ja Auswirkungen hier auf die Leute. Ja, genau. Wenn man sagt, Bietigheim, da sieht es aus wie geleckt. Ja, ist es schön, da kann man mal ein bisschen auf der Reihe gucken und alles. Ja, genau. Und nicht so irgendein Ding, wo man sich dann ärgert, gell? So. Ich bedanke mich doch mal. Gell? Ja, ich bedanke mich auch bei dir, gell? Ja, vielen Dank, alles klar. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag, eine schöne Zeit. Ne? Ja. Bleib gesund, Leute. Ja, alle dann. Das ist ganz besonders, gell? Ja, danke schön. Alles klar? Jo, danke. Ja, tschüss. Bitte. Vielen Dank fürs Zusehen und Zuhören. Bleibt alle gesund und tschüss.